Meine Herren, einen guten Morgen. Wir haben uns im Präsidium der FDP heute zum einen mit aktuellen politischen Fragen beschäftigt und zum anderen haben wir einen Beschluss Politik neu denken, auf Innovation kommt es angefasst. Und zu beiden Bereichen möchte ich gerne wie folgt Stellung nehmen. Zu den aktuellen Fragen. Dort stand im Zentrum eine Diskussion über die deutsche Europapolitik. In dieser Woche wird es eine Regierungserklärung ja der Frau Bundeskanzlerin geben. Es stehen Entscheidungen an hinsichtlich des weiteren Finanzrahmens der Europäischen Union. Unsere Position ist unverändert. Wir wollen better spending, nicht more spending. Das heißt, innerhalb des Haushalts der Europäischen Union wollen wir eine kritische Bilanz ziehen, welche Maßnahmen tatsächlich eine positive Wirkung haben und an welchen Stellen es eher keine positive Wirkung gegeben hat. Wir sind skeptisch bei zusätzlichen Strukturfonds-Fördergeldern, auch wenn sie jetzt getarnt werden als Belohnung für erreichte Reformen. Die Belohnung für eine erfolgreiche Reform in einem Mitgliedstaat der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ist die gestiegene Wettbewerbsfähigkeit. Da braucht es keine Prämie aus Brüssel. Wir sind skeptisch, dass der wegfallende Finanzierungsbeitrag Großbritanniens einfach ersetzt werden soll. Wir sind aber auf der Seite der Europäischen Kommission und fordern die Bundesregierung auf, es ihrerseits zu sein, wenn es darum geht, im Bereich des Schutzes der Außengrenzen mehr Mittel bereitzustellen. Da sehen wir die Notwendigkeit, mehr zu tun, wie auch im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika und im Bereich der Sicherheitspolitik. Da muss Europa stärker werden, bei allem, wo es nur darum geht, innerhalb des Europäischen Hauses umzuverteilen, ohne dass tatsächliche Probleme gelöst werden oder die gemeinsamen Aufgaben besser bewältigt werden. All dort an diesen Stellen macht es keinen Sinn, zusätzliches Geld bereitzustellen. Wir werden das im Laufe dieser Woche auch in den Beratungen der FDP-Bundestagsfraktion dann noch vertiefen. Für Donnerstag, wenn ich es richtig vor Augen habe, ist ja auch die Aussprache zur Regierungserklärung der Kanzlerin dann geplant. Das zweite aktuelle Thema war die Münchner Sicherheitskonferenz. Es macht sich bemerkbar, dass Deutschland eine geschäftsführende Regierung hat, die aber in ganz unterschiedliche Richtungen die Geschäfte führen will. Auch nach dem Vorliegen eines Koalitionsvertrages ist eine einheitliche Linie in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik nicht erkennbar. Die geschäftsführende Verteidigungsministerin und designierte eigene Nachfolgerin, der um sein Amt in einer Kampagne stehende Bundesaußenminister Gabriel und der Entwicklungsminister Müller haben völlig unterschiedliche Akzente gesendet. Wir haben im Präsidium mit Bedauern und auch Kritik aufgenommen, dass Herr Gabriel die Bühne in München genutzt hat, um persönliche Auffassungen vorzutragen, etwa in Bezug auf die Russlandpolitik. Die FDP hat hier in der jüngsten Vergangenheit, ja, aber in der letzten Sitzung des Bundesvorstands ein Papier vorgelegt, von dem wir uns wünschen, dass es auch innerhalb der Bundesregierung aufgenommen wird. Wir wünschen uns mehr Konsequenz im Umgang mit Russland. Man kann nicht einseitig, wie Herr Gabriel es vorgeschlagen hat, Sanktionen zurücknehmen. Mehr Konsequenz bedeutet zu erkennen, dass Russland nuklear nachgerüstet hat und es eine Fähigkeitslücke in Europa auf Seiten der NATO bzw. der europäischen Verbündeten gibt. Und auf der anderen Seite dann aber auch mehr Dialog. Also Konsequenz und Dialog verbinden. Die einseitige Rücknahme von Sanktionen spielt Herrn Putin und auch anderen autoritären Führern in anderen Gesellschaften nur in die Hände. Konsequenz und Dialogbereitschaft, das müsste eine Linie in der deutschen Russlandpolitik sein. Leider ist die Position unseres Landes auch durch die Kampagne von Herrn Gabriel eher geschwächt worden. Es hat zu Irritationen unter unseren europäischen Partnern geführt. Und zum Dritten interessiert Sie vielleicht, wir haben auch darüber gesprochen, natürlich die Interpretation der Personalie Kramp-Karrenbauer innerhalb der CDU. Für uns war es eine Überraschung, diesen Namen heute Morgen zu hören. Wir kennen Frau Kramp-Karrenbauer aus unterschiedlichen Zusammenhängen. Ich
sage für mich, ich schätze sie menschlich und persönlich. Wir sind beide durch karnevalistische Bande verbunden. Sie ist Ordensritterin, wieder den tierischen Ernst. Also Sie stellen fest, also meine Kontakte in andere Parteien, sowohl bei Herrn Özdemir als auch bei Frau Kramp-Karrenbauer, sind enorm närrisch geprägt. Also menschlich voller Respekt, und gewiss ist das auch eine Persönlichkeit von Gewicht. Es ist ein Zeichen, dass Frau Merkel erkennt, sie darf ihre Partei nicht vernachlässigen, wenn sie mit einer auch langjährigen Ministerpräsidentin die Parteizentrale, das Konrad-Adenauer-Haus, besetzt. In der Sache aber ist diese neue Doppelspitze bei der Union doch mit einer einzigen Botschaft verbunden. Weiter so. Denn neben der großen Merkel gibt es jetzt im Konrad-Adenauer-Haus noch die kleine Merkel, die exakt dasselbe vertritt, immer die Speerspitze auch der Position von Frau Merkel in der öffentlichen und der parteiinternen Debatte gewesen ist. Und für alle diejenigen, die sich innerhalb und außerhalb der CDU Signale der Erneuerung erhoffen, jenseits des Weiter-so, da ist diese Entscheidung für ein doppeltes Lottchen in den Unionsparteien sicherlich eine schlechte Nachricht. Wir werden konstruktiv wie mit allen an der Spitze Union, auch mit Frau Kramp-Karrenbauer, zusammenarbeiten. So, zweiter Punkt, über den ich sprechen wollte, ist das Papier, das Ihnen vorliegt. Politik neu denken, auf Innovation kommt es an. Warum dieses Papier? Bevor ich auf einzelne Inhalte eingehe, warum dieses Papier? Wir wollen deutlich machen, dass während eine große Koalition entscheidet und verwaltet, was sie in den vergangenen 4 Jahren gemacht hat, dass es auch eine Kraft in Deutschland gibt, die sich darum bemühen will, nach vorne zu schauen und auch sehr grundlegende Veränderungen anregen will. Wir haben hier noch einmal auch bekräftigt, was für uns die Anforderungen an eine Politik sind, die die Standortbedingungen unseres Landes verstärkt. Das betrifft den Bereich der Bildung. Es betrifft den Bereich der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft, betrifft den Komplex der Zukunfts- und Enkeltauglichkeit unseres Sozialstaats. Ich will eine Forderung aber hervorheben, nachdem wir nun wissen, wie das Kabinett durch die Frau Bundeskanzlerin für den Fall einer Zustimmung der SPD-Parteibasis organisiert sein soll. Es gab früher einen Spruch in Bayern, der hieß Laptop und Lederhose. Und mit dem Blick auf die Struktur des Kabinetts muss man sagen, aus Laptop und Lederhose, da ist nur noch Lederhose übrig geblieben. Es gibt ein Heimatministerium, aber kein Digitalministerium. Diese Entscheidung halten wir für falsch. Das Heimatministerium, das noch keine klare Kontur hat, das dient der Markenpflege vielleicht der CSU. Jetzt müssten wir uns aber der Zukunftstauglichkeit, Zukunftsfähigkeit unseres Landes widmen, und deshalb halten wir an der Empfehlung fest, ein Digitalministerium einzurichten. In Frankreich gibt es ein Digitalministerium, bei uns ein Heimatministerium. Das zeigt eben dann doch den Unterschied auch in der politischen Ambition aus, den unseres Land hat. Und deshalb sehen wir mit Sympathie, und einzelne Mitglieder der FDP haben das ja auch schon dokumentiert, sehen wir mit Sympathie, dass es jetzt Petitionen gibt aus dem Bereich der Digitalwirtschaft, die Bundeskanzlerin doch zu veranlassen, die ganzen Fragen der Digitalisierung an einer Stelle zu bündeln, damit wir Tempo bekommen, damit innerhalb der Regierung auch bei den Rechtsfragen wie bei den Infrastrukturfragen endlich Entscheidungen mit Courage getroffen werden, damit die Digitalisierung bei uns nicht ein Risiko ist, sondern dass wir die Chancen in unserem Land nutzen. Diesen einen Aspekt einmal aus unserem Papier hervorgehoben. Ich glaube wohl, wir haben es verteilt oder können es gleich verteilen. Ja, das von meiner Seite aus unseren Gremiensitzungen. Ja, das war ein ganz schöner Parfumsritt durch die Themen. Am Anfang die Kritik an der EU mit dem Satz Better spending, aber not more spending, also besseres Ausgeben der Gelder der EU. Herr Professor Tillmann-Meyer, arbeiten wir es doch mal ab. Es ist ja heute Morgen ein Positionspapier der Niederlande bekannt geworden, in der die Niederlande explizit darauf hinweist, dass man in Zukunft nicht mehr Kosten tragen möchte als Mitgliedstaat der EU, nur weil jetzt die Briten eben nicht mehr beitragen, sondern dass dann eben weniger Geld nach Europa fließen müsse, zur Europäischen Union. So ein
bisschen klingt das ähnlich wie das, was Christian Lindner da sagt. Ja, wir kennen den Ausdruck schlanker Staat. Mhm. Das könnte in diese Schublade passen. Das ist gut gemeint oder kann man natürlich so äußern. Andererseits sind natürlich diese Mittel, die die Briten dann nicht mehr zur Verfügung stellen, stehen irgendwo im Raum, müssen irgendwo doch verteilt werden. Insofern kann das sagen Sie. Sie sagen, es muss verteilt werden. Man kann nicht sagen, dann wird der Etat eben gekürzt. Beides. Also, dass man natürlich kürzen muss, ist klar. Aber das ist ja doch ein großer Batzen, den die Briten da geleistet haben. Und das wusste man ja, dass dieser Ausfall natürlich alle eigentlich dann betrifft auf irgendeine Weise. Das findet statt. Aber man kann natürlich aus einer liberalen Position diesen Punkt einsparen, stark machen. Das erwarten wir. Insofern ist die Niederlande da nur Vorreiter von einer Perspektive, die wir hier bei der FDP natürlich auch beheimatet sehen. Christian Lindner heute so leger, wie man ihn selten sieht, ohne Krawatte, ohne Hemd, habe ich selten erlebt. Ist das, ich will jetzt da nichts reininterpretieren, aber die FDP und auch vor dem Hintergrund dessen, was wir eben schon bei den Grünen diskutiert haben. Wir haben viele Themen eben gehört von Christian Lindner. Ist das sozusagen die Strategie aus Ihrer Sicht der Liberalen zu sagen, wir setzen explizit auf verschiedene Themen, versuchen uns da wirklich breit aufzustellen oder geht es um die Zuspitzung auf einzelne Themen? Ich glaube, man muss die Zuspitzung auf einzelne Themen schon auch im Blick haben oder wird hier doch auch stark gemacht. Also die Performance ist deutlich erkennbar. Politik neu denken, sich selber neu präsentieren, spielt hier vielleicht in der Strategie eine Rolle. Aber natürlich kommt es auch für die FDP darauf an, sichtbar zu bleiben und nicht unterzugehen bei dieser Vielfalt von Oppositionsangeboten plus dem Streit von der Programmatik bis zu den Personen bei der Großen Koalition. Wo ist es dann nötig, dass man auf die FDP achtet? Das zu organisieren, dass es wichtig ist, dass man da doch hinschauen soll, das wird nicht leicht sein und ist auch eine Angelegenheit natürlich des Parteivorsitzenden. Aber das ist keine Strategie, die eben von vornherein mit Erfolg verbunden ist. Ja, wollte ich gerade fragen. Ich meine, gerade von dem Hintergrund von zwei Volksparteien, die sich irgendwo auch in der Mitte abspielen, in größeren Teilen. Jetzt gibt es dieses Reformpapier, was er eben gerade angesprochen hat, Politik neu denken. Auf Innovation kommt es an. Wie viel Inhalt steckt da wirklich dahinter? Da muss man das Papier noch mal genauer anschauen, was er vorgetragen hat, kann man irgendwie nachvollziehen. Aber andererseits klingt das natürlich auch nach einem Wahlprogramm. Insofern muss man das natürlich einerseits so verkaufen, aber danach klingt es auch ein bisschen. Also da muss noch viel Substanz dazukommen oder es muss nachgeliefert werden, was natürlich sicherlich erfolgen kann. Spannender ist sicherlich, wenn er Gabriel, wie gerade eben auch, angreift. Das hat natürlich einen anderen Nachrichtenwert, denn Gabriel ist eben angeschossen. Und da der noch Außenminister Sigmar Gabriel. Ja. Genau, insofern da nochmal dran zu gehen, das hat natürlich irgendwie einen gewissen Nachrichtenwert. Bringt uns inhaltlich